Pünktlich um 10 Uhr möchte ich Sie heute begrüßen zu unserem Webinar zum Thema Wärmepumpe. Mein Name ist Michael Westermeier. Ich bin im Hause Ratiotherm für das Thema Vertrieb und Marketing zuständig. Also sprich, wenn es um vertriebliche, technischen Vertrieb geht es. Das ist mein Aufgabenbereich. Schön, dass heute so viele Teilnehmer da sind in unserem Webinar. Das zeigt mir, das Thema Wärmepumpe natürlich aktuell sehr gefragt ist. Deshalb würde ich sagen, steigen wir gleich ein und starten mit dem Webinar. Ja, was zeige ich Ihnen heute oder was tun wir heute? Ich möchte Ihnen als erstes mal unser Unternehmen vorstellen. Letzten Endes geht es mir darum, Ihnen aufzuzeigen, dass man letzten Endes, was wir sozusagen alles alles tun, und in welchen Bereichen wir unterwegs sind. Auch Definitionen und Grundlagen ein bisschen zur Wärmepumpe, da ich denke, dass das Zuhörerfeld etwas inhomogen sein wird heute, möchte ich auch mal da ein bisschen noch drauf eingehen. Dann natürlich auch die Produkte letzten Endes, die wir als Ratiotherm anbieten und dann natürlich auch Anwendungsfälle. Ja, jetzt nicht nur die ganz normale Standardanwendung möchte ich da aufzeigen, sondern eben auch verschiedene ja, andere Themen einfach. Genau, gut, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Thema Firmenhistorie. Ja, wer ist Ratiotherm überhaupt? Wir wurden 1991 gegründet aus einem Heizungsbauunternehmen raus. Alfons Krug, der damalige Firmengründer, ist auch heute noch Mitglied der Geschäftsführung. Letzten Endes hat er damals 1993 das Thema Schichtspeicher Oskar ins Leben gerufen. Also sprich, er hat letzten Endes den Schichtspeicher, so wie wir ihn heute einsetzen, entwickelt, hat damals auch patentieren lassen. Durch diese Erfindung oder durch diese Technik ist man relativ schnell dazu gekommen, weitere Gesellschafter mit ins Boot zu holen, weil einfach das Interesse und die Produktionskapazitäten nach oben gezogen werden mussten. Ist dann 2001 in den zweistufigen Vertrieb, also sprich Direktvertrieb ans Handwerk, eingestiegen. Also kein Großhandel als Zwischenstufe, sondern wirklich tatsächlich direkt an den Handwerker, eben aber auch nicht an den Endkunden. 2005 hat man dann eben schon begonnen mit dem Thema Wärmepumpe. Damals, wie heute, sind wir eigentlich sehr viele Nischen unterwegs. Natürlich nicht nur, aber wir haben halt sehr viele Nischenprodukte letzten Endes, wo man wirklich einfach versucht, sich ein bisschen vom Mainstream, von den Hauptakteuren im Markt ein bisschen abzuheben und ein bisschen spezieller unterwegs zu sein. Natürlich, irgendwann müssen Sie auch mal das Thema Firmensitz erweitern. 2007 war das sozusagen der Schritt gleichzeitig mit dem Start vom Export. Und 2013 sind wir dann ins Thema kalte Nahwärme mit eingestiegen und haben da letzten Endes spezielle Wärmepumpen, eben auch wieder ein spezielles Segment im Bereich und hat eben ein kaltes Nahwärmenetz nach aufgezogen und mit eben Technik ausgestattet. Ja, das Thema Solarthermie ist natürlich bei uns schon immer stark präsent gewesen, weil wir eben durch die Schichtspeichertechnik, die wir eben auch mit anbieten, die ganzen Kollektortechnik mit an Bord haben. Und deshalb hat man eben 2015 eben diese Produktion mit an den Standort gezogen und 2016 und 17 ist man dann eben in diese Projektierung noch viel stärker eingestiegen, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil eben die Projekte immer
komplexer wurden durch die Anzahl an Produkten, die man eben da mit in den Markt gebracht hat. Wie gesagt, Thema Wärmepumpen ist ein großer Teil bei Ratiotherm inzwischen. Thema Solartechnik hatte ich ja auch schon angesprochen, den Schichtspeicher, aber was uns eben auch auszeichnet oder wo wir sehr, sehr gut unterwegs sind und sehr individuell, ist eben Regelungstechnik. Da machen wir sehr, sehr viel individuelle Programmierung für Projekte. Und das ist eben das Interessante, wo wir uns eben auch im Markt abheben, dadurch, dass wir halt im Prinzip jede Anpassung machen können. Genau. Energiemanagement-Software ist dann auch noch ein Thema. Das ist dann aber eher im Nahwärmebereich anzusiedeln. Dann fertigen wir für diverse Kundengruppen Serienprototypen bei uns am Standort. Eben das können wir durch diesen seriellen manufakturellen Faktor ganz gut umsetzen und darstellen. Und natürlich das Thema Planung und Anlagenkonzeption ist ein zentraler Punkt natürlich. Ohne das funktioniert das alles nicht. Und natürlich auch das Thema Forschung, Forschung und Entwicklung ist immer wieder ein gefragtes Thema. Genau. Ja, Sie können letzten Endes einen Planungsleitfaden dementsprechend auch runterladen, wenn das Seminar sozusagen in-house stattgefunden hätte, hätten Sie den auf dem Tisch liegen. Sie finden hier den Download-Link, beziehungsweise Sie können auch die Präsentation, die ich heute halte, während der Präsentation jetzt auch runterladen. Das heißt, Sie finden unten in der Menüleiste, wo Sie sich anmelden und bedienen können, sozusagen die Software, finden Sie eben auf einen Link zu Unterlagen. Und da können Sie dann letzten Endes die Präsentation entsprechend komplett als PDF runterladen. Genau. Ja, der Planungsleitfaden zeigt halt ein bisschen, was wir an Produkten im Gesamten haben. Aber heute geht es ja letzten Endes eigentlich eher um das Thema Wärmepumpe. Das heißt, ich möchte jetzt einfach mal ein paar Grundlagen setzen. Ja, warum überhaupt die Wärmepumpe? Ne, sie ist momentan in aller Munde. Natürlich das Thema Elektrifizierung weg von fossilen Brennstoffen. Aber wenn Sie sich das Bild mal anschauen, letzten Endes, ne, wir brauchen keine 1000 Grad. Wir sind eigentlich auch schon mit wenigen Grad im Plusbereich sozusagen zufrieden. Deshalb 1% der Erdkruste. Davon sind wiederum 95% wärmer als 100 Grad. Also dieses ganze Thema Geothermie und oberflächennahe Geothermie ist natürlich gerade in Verbindung mit der Wärmepumpe eine hocheffiziente Geschichte auch heute. Und deshalb denke ich, ist das letzten Endes ein großes Thema, das man eben geschickt nutzen muss. Es wird nicht überall passen, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele und sehr breite Anwendungen und so ein paar speziellere Geschichten eben auch. Und das möchte ich heute alles ein bisschen beleuchten. Ja, die meisten werden das vielleicht schon mal irgendwo im Internet gesehen haben. Natürlich der Boom sozusagen mit der Wärmepumpe, also sprich, die im Prinzip die Absatzzahlen sind natürlich rasant gestiegen. Man sieht aber auch ganz klar, das Thema erdgekoppelte Wärmepumpe im Vergleich zur Luftwärmepumpe ist natürlich extrem weite Unterschiede oder extrem weite Gap zwischen den zwei Systemen. Aber eben auch die erdgebundenen Systeme nehmen eben immer weiter zu. Was eigentlich, ja, liegt natürlich an vielen, vielen Enden und Ecken, auch an den verfügbaren Flächen letzten Endes durch die Flächenversiegelung, durch die Gebäude, durch die kleinen Gärten heutzutage, bleibt häufig einfach nichts anderes übrig, als sowas über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu erledigen. Mit all ihren Vor- und Nachteilen natürlich, ne? Also man sieht auch letzten Endes die Förderlandschaft seit 2020 sind die Zuwachszahlen natürlich enorm in der Branche. Und das ist natürlich schon mal aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht der Schritt in die richtige Richtung. Ja, was setzen wir sozusagen als Vorgriff, um ein bisschen auch aufzuzeigen, was passiert hier eigentlich oder mit welchen Kältemitteln arbeitet Ratiotherm?
Wir arbeiten sozusagen aus der Historie raus mit R134a, um das ein bisschen auch zu erklären, ne, Sie haben hier einfach sehr, sehr breiten Bereich, in dem sozusagen die Quelle operieren darf, weil es gibt ja bei der Wärmepumpe immer Senke und Quelle, also sprich Quelle, daraus holt die Wärmepumpe die Energie und an die Senke, an die Wärmesenke gibt sie die Energie eben ab. Und wenn man jetzt hier sich sozusagen die unterschiedlichsten Kältemittel, hier ist mal eine ganze Reihe mit eben aufgelistet, wenn man sich hier eben die gängigen Kältemittel ansieht, das hier unten ist die Quelltemperatur, also in welchem Bereich arbeitet die Wärmepumpe auf der Quellseite, also wo kann sie das Kältemittel effektiv verdampfen, sieht man eben schon relativ breite Unterschiede sozusagen in der Technik. Und hier geht es eben darum, ein bisschen aufzuzeigen, ne, das R134a als Beispiel kann halt sehr hoch hinauf als Quelle sozusagen. Also Sie können sehr hohe Quellen nutzen, ist aber dafür nach unten hin stark beschränkt, ne? So bei minus 8, minus 10 ist da spätestens Ende. Als Vergleich dazu das 410a, das finden Sie häufig eben in der Klima- und Kältetechnik. Das ist eins der meistverwendetsten Kältemittel. Eben auch in der Luftwärmepumpe ist in der Regel R410a drin. Und hier sieht man halt sozusagen die Bandbreite, ne? Sie müssen hier eine ganz andere Bandbreite abdecken, als Sie das bei anderen Kältemitteln tun müssen. Natürlich, ne, das Thema Global Warming Potential, also die globale Erwärmung, wie viel Potenzial, um wie vielfach schlimmer ist es als CO2, ist da natürlich ein Thema. Deshalb versucht man hier auch technisch ganz, ganz viel umzusetzen oder wegzugehen von den klassischen Kältemitteln hin zu R513a. Das ist zum Beispiel was wir einsetzen als Ersatz für R410a zum Beispiel. Eben oder natürlich auch solche Dinge wie R290, also sprich Propan, wenn die meisten schon mal irgendwo gehört haben in der Luftwärmepumpe, ist das natürlich eine relativ gute Geschichte. Natürlich hat es ein paar, sage ich mal, Probleme, weil natürlich das Thema Exschutz, jeder kennt es vom Grillen, das ist auch Propan mehr oder minder. Also da muss man ein bisschen auch gucken, dass das am Ende passt. Ja, vielleicht zum Verständnis der verschiedenen Kältemittel auch mal eine Druckkurve, weil der Druck und die Effizienz einer Wärmepumpe hängen sehr stark zusammen. Sie sehen hier mal die Druckkurve, also die Temperatur sozusagen, die Zieltemperatur ist das jetzt, also auf der Senkenseite, wie viel Temperatur schaffe ich mit meinem Kältemittel im Vorlauf? Ja, da sieht man schon, die unterschiedlichen Kältemittel, wenn ich R134a nehme, habe ich natürlich den Vorteil, ich komme sehr hoch hinaus mit dem Kältemittel von der Temperatur her. Also das heißt, ich kann hohe Heizungstemperaturen erzeugen. Bei letzten Endes sehr moderaten Drücken noch. Aber als Beispiel im Vergleich zum Beispiel R410a hat eine deutlich niedrigere Temperatur, die es überhaupt erreichen kann. Ne, Sie sehen schon, der Unterschied zwischen der blauen und der orangen Linie ist relativ groß. Und man sieht auch, wenn Sie sagen, ich muss auf 60 Grad Temperatur, müssen Sie bei R410a auf einen Druck von fast 40 Bar nach oben. Die gleiche Temperatur erreichen Sie mit dem R134a schon bei 16 Bar. Und das ist natürlich das Thema, je mehr Druck Sie mit dem Verdichter in der Wärmepumpe erzeugen müssen, desto mehr Strom brauchen Sie. Das heißt, desto schlechter wirkt der Wirkungsgrad der Wärmepumpe. Und das ist sozusagen einfach um das zu verstehen, warum die Wärmepumpe so unterschiedlich agiert mit verschiedenen Kältemitteln. Das ist sozusagen die Basis, weil man eben sozusagen weniger hoch verdichten muss, um auf diese Temperaturen zu kommen. Also das ist so der Hintergrund, hier nochmal das Thema GWP. Ja, es gibt eben verschiedene. Wir haben hier zum Beispiel eben das Propan, das hat gerade mal ein GWP von 3, also Global Warming Potential von 3. Also auch sehr, sehr, sehr niedrig natürlich.
Und das hier zum Beispiel ist CO2, ne? R744a hat Global Warming Potential von 1, weil es ist ja ein CO2-Äquivalent. Und seit 2020 dürfen eben einige Kältemittel nicht mehr verwendet werden. Und ich sage mal, das in Verkehr bringen wird auch da immer schwieriger werden. Deshalb setzen wir eben auf R513a oder eben R290. Wir haben auch noch ein paar andere letzten Endes im Programm. Aber da kommen wir jetzt dann auch gleich nochmal drauf. Ja, dann einfach mal ein kurzer Ausflug in die Ratiotherm-Produktwelt beziehungsweise in die Nomenklatur. Ja, wir unterscheiden grundsätzlich bei unseren Wärmepumpen eben nach Anlagen nach Anlagen für ein Einzelhaus zum Beispiel, also Einzelanlagen, wo wirklich nur eine einzelne Anlage oder vielleicht auch mal zwei stehen, aber sozusagen keine, sagen wir mal, übergeordnete Kommunikation notwendig ist zwischen verschiedenen Gebäuden über Gebäude hinweg oder sowas. Das heißt, das ist so die klassische Einfamilienhausanlage oder Mehrfamilienhausanlage. Und das andere Pendant ist sozusagen das Thema Wärmenetze. Dort laufen in der Regel 30, 40, 50, 60 Wärmepumpen im Verbund. Das heißt, die kommunizieren untereinander, sind über ein Kommunikationsnetz verbunden. Und diese Gruppen unterscheiden wir letzten Endes in Max, also Einzelanlagen, werden eben bei uns im Haus mit dem Kürzel Max verwendet und Grid für ein Netz, Englisch, steht dann eben für das Thema Nahwärme, also für alle Maschinen, die letzten Endes im Bereich Nahwärme eingesetzt werden. Ja, WP natürlich, Wärmepumpe, dann eben dieses Max und das Grid, das hatte ich gerade schon erwähnt. Und dann gibt es eben sozusagen technisch verschiedene Ausprägungen und Arbeitsbereiche, in denen die Wärmepumpe agieren kann. Und auch hier haben wir uns eben entsprechend was überlegt sozusagen, um gleich im Produktnamen festzuschreiben, was die Wärmepumpe kann und was nicht. Ja, man sieht hier, das Kürzel HiQ steht für Hochenglisch High, Hochtemperaturquelle. Und das heißt, das sind spezielle Wärmepumpen. Haben wir auch ein Patent auf diese Technik, dass man eben Quellen zwischen 10 und 55 Grad verwenden kann. Wofür man das brauchen kann, kommen wir auch im Laufe des Vortrags noch drauf. Und als Pendant dazu, das Gegenstück ist dann sozusagen die Low-Q, also Niedertemperaturquelle. Das heißt, das sind Anlagen, die kleiner 15 Grad Celsius von minus 10 etwa bis plus 15 Grad arbeiten. Ne? Das ist das klassische Sondennetz oder die klassische Erdsonde, wo man solche Maschinen eben einsetzt. Dann gibt es noch eine Sonderbauform, wo man eben einen Pufferspeicher und eine Frischwasserstation mit in das System integriert. Eben, da kommt dann noch ein C mit dazu, ein Namenskürzel. Und für alle Maschinen, die mit Inverter ausgestattet sind, wobei das, by the way, fast alle sind bei uns, kommt eben noch das Thema Flex für flexiblen Betrieb mit dazu. Ja, und dann ergeben sich eben solche Namenskonstrukte wie WP Max, HiQ F21. Das heißt, das ist eine Einzelanlage für Hochtemperaturquellen, also Temperaturen 10 bis 55 Grad. Und die Anlage ist eine invertergesteuerte 21 kW Leistungsmaschine. Ja, also das ist so die Nomenklatur. Ja, das Thema Inverter, ich habe es gerade schon angesprochen. Wir setzen eigentlich, wie gesagt, bei fast allen Maschinen auf eine Invertersteuerung, weil man eben dadurch die Drehzahl sehr gut beeinflussen kann. Und gerade im Heizbetrieb, wenn die Anlage nicht viel Start-Stopp macht, läuft sie effizienter. Sie können, während sie Wärme erzeugen, in den Pufferspeicher hinein, auf der anderen Seite gleich abnehmen. Das heißt, sie haben längere Laufzeiten bei einer sehr niedrigen Drehzahl. Und das ist ja vergleichbar mit dem Auto. Letzten Endes, da kennt das jeder. Viel, viel Kurzstrecke mal schnell an, kurz fahren, wieder aus. Das ist, sage ich mal, für das ganze Material natürlich nicht förderlich, sondern eben ein kontinuierlicher Betrieb auf niedriger Drehzahl ist einfach immer die beste Geschichte. Ja, und so arbeiten wir eigentlich, wie gesagt, ausschließlich mit Invertermaschinen inzwischen, weil es technisch
eigentlich der Standard sein sollte heutzutage. Ja, kommen wir schon zum Produktportfolio. Quelle Luft, also sprich alles, was Luft-Wasser-Wärmepumpen sind. Da haben wir verschiedenste Modelle natürlich. Da bei uns natürlich sehr viele Kunden in der Sanierung sind, haben wir da in diesem Bereich eben ein paar Modelle im Programm, die ganz gut in den Sanierungsbereich reinpassen. Darunter zum einen eben die WP Max Air, also das ist eine Split-Wärmepumpe. Letzten Endes Split-Gerät heißt in diesem Fall, dass zwischen dem Innenteil, das ist das rote hier, und dem Außenteil, das ist das, was Sie vorm Haus stehen haben, ist als Verbindungsleitung eine Kältemittelleitung. Das heißt, die muss vor Ort verlegt werden und dann auch vor Ort gefüllt werden. Das muss durch einen Kältemitteltechniker geschehen, letzten Endes. Und natürlich ist der große Vorteil hier, dass solche Anlagen leiser sind als Monoblock-Wärmepumpen. Also das ist immer so ein Thema, wo man letzten Endes dann arbeitet. Ich sehe hier gerade im Chat kam die Frage auf, welche Inverter Hersteller wir einsetzen. Das ist letzten Endes sehr, sehr unterschiedlich. Wir arbeiten viel mit Bonfiglioli in Italien zusammen, haben aber auch ein paar andere. Das hängt immer ein bisschen an der Leistungsgröße der Wärmepumpe. Ja, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Genau, also natürlich, wenn wir eh gerade schon nochmal vom Inverter sprechen, passt das ja ganz gut. Wir haben letzten Endes auch in der PV-Stromnutzung haben wir natürlich den Vorteil, weil die Anlagen können alle über ein Kommunikationsmodul, entweder das liefern wir mit oder der Wechselrichter liefert es oder ein Smart Meter, können wir letzten Endes über eine entsprechende Schnittstelle auch PV-Strom gezielt nutzen. Das heißt, wenn Sie auf dem Gebäude PV-Anlage installiert haben, ist es da jederzeit möglich, dass man sozusagen auch drehzahlabhängig, ne, Strom geführt sozusagen, wie viel Überschussstrom ist da, egal ob, wenn ich Licht einschalte, geht die Drehzahl der Wärmepumpe nach unten. Solche Dinge werden in sowas bei sowas letzten Endes umgesetzt, und das schafft man eben über die entsprechende Regeltechnik. Genau, dann kam jetzt gerade zu Max Air noch die Frage nach dem Abstand der Leitungen. Sie dürfen maximal 20 Meter Abstand zwischen innen, also einfache Leitungslänge. Sie brauchen immer zwei Leitungen, also einmal zum Außenteil hin und vom Außenteil zurück. Diese Leitungen dürfen maximal einfache Länge 20 Meter betragen, lieber 15. Genau, dann kam noch eine Frage nach der Regelung in den Wärmepumpen auf. Wir arbeiten da mit den 16x2-Reglern, UVR-Reglern von der technischen Alternative, TA. Das heißt, wir können unsere Wärmepumpen über diverseste Schnittstellen ansteuern. Die TA-Technik ist hier sehr, sehr flexibel. Modbus TCP/IP ist natürlich möglich. Und ja, also das ist so die technisch eigentlich ist da keine Grenze gesetzt. Sie finden bei der TA für jeden Bus, jede Kommunikation nahezu einen Konverter. Also das ist nicht das Thema. Ja, von den Schallemissionen her ist es so, dass das Außenteil, wenn Sie vor dem Außenteil stehen und unterhalten sich mit jemandem, hören Sie nichts. Wenn Sie ganz leise sind, hören Sie, wenn kein Auto vorbeifährt, ein bisschen was. Natürlich ist es eben hier so, dadurch, dass der Verdichter im Gebäude sitzt, wird das sozusagen, ist die eigentliche Schallquelle, dass das, was Sie auch bei den meisten anderen Wärmepumpen wahrnehmen, eben den Verdichter, der sitzt im Gebäude. Das heißt, hier haben Sie dann technisch die Möglichkeit, das zu lösen. Genau. Das Thema Modbus TCP kommt hier auch nochmal auf.
Dazu bitte ich Sie, mir im Nachgang einfach eine E-Mail zu schreiben. Dann können wir das, denke ich, klären, weil das jetzt an der Stelle ein bisschen den Rahmen sprengt. Kommen wir wieder ein bisschen zurück auf den Vortrag. Wie gesagt, maximal 65 Grad Vorlauf schaffen Sie mit dieser Wärmepumpe. Ich würde auch effektiv nicht über die 60 Grad gehen als einfache Maschine. Das heißt, wenn Sie Heizkörperheizung haben, ist letzten Endes technisch diese Wärmepumpe, wenn Sie da wirklich über die 60 Grad drüber müssen, schlichtweg höher, oder beziehungsweise sind Sie einfach schlechter dran, beziehungsweise einfach technisch funktioniert das auch irgendwann nicht mehr, die Wärmepumpe da einzusetzen. Also da muss man immer eben vorher schon sich Gedanken machen, was habe ich an Heizsystem? Welche Wärmepumpe ist dafür geeignet? Ne? Also was Sie jetzt mit der Max Air nicht schaffen, schafft man eben mit einem anderen Kältemittel wieder deutlich einfacher und effizienter. Aber da kommen wir auch noch drauf. Ja, machen wir weiter bei der Max Air. Wie gesagt, die gibt es halt in verschiedenen Ausprägungen. Sie können das mit hier Metalllamellen oder Holzlamellen eben haben. Und letzten Endes ist eben eine Besonderheit, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wir eben auf hybride Systeme gehen, beziehungsweise einfach Sonderlösungen machen. Sie haben bei dieser Max Air die Möglichkeit, ein Hybridmodul mit einzusetzen. Und darüber haben Sie die Möglichkeit, eine zusätzliche Quelle für die Wärmepumpe zu erschließen. Das heißt, wir haben sozusagen in den Kältekreis zwei Verdampfer eingesetzt. Das heißt, einmal verdampfen wir in der Außeneinheit, die vorm Haus steht. Aber es besteht eben auch die Möglichkeit, einen Grundwasserkreislauf, wenn Sie irgendwo noch einen Brunnen haben oder einen Solekreislauf zum Beispiel. Häufig wird da die Solarthermie vom Dach genutzt, weil die ja nicht immer direkt im Speicher, weil es einfach zu kalt ist draußen oder die Temperatur nicht erreicht ist, können Sie eben diesen Solekreis umleiten, nicht direkt auf den Speicher, sondern eben vom Dach auf die Wärmepumpe, um dann eben einfach eine effizientere und wärmere Quelle zur Verfügung zu haben. Also das ist so das Special Feature, das gibt es auch im Markt so, glaube ich, nur bei uns. Das ist eben eine Geschichte, die machen wir seit 2010, also das ist jetzt die zweite Generation Wärmepumpe, die das schon hat. Man kann technisch bedingt leider lediglich 5 kW Heizleistung über diesen Zusatzkreislauf abrufen. Das muss man noch bedenken, weil sozusagen einfach der Kältemittelstrom sonst nicht gewährleistet ist. Das hat technische Hintergründe im Kältekreis. Hier mal noch ein Schema dazu, ein Hydraulikschema. Ja, man sieht hier sozusagen als zentrales Bauelement im Idealfall einen Oskar-Schichtspeicher aus unserem Haus mit der entsprechenden Heiztechnik hinten dran und Warmwasserbereitung, eben eine Solarthermie in diesem Fall und diese Luftwärmepumpe, die eben über die Kältemittelleitung verbunden ist. Letzten Endes haben Sie hier die Möglichkeit, die Solarthermie eben über diesen Hybrideffekt anzubinden. Das heißt, Sie gehen dann entweder, wenn sozusagen die Sonne auf den Kollektor scheint und die Temperaturen jenseits der 30 Grad sind, können Sie letzten Endes mit der Sohle direkt auf den Wärmetauscher, der es physikalisch trennt, zum Oskar gehen. Das heißt, Sie gehen den direkten Weg mit der Wärme in den Oskar-Speicher. Und wenn das eben nicht gegeben ist, weil draußen Bewölkung herrscht oder sonst irgendwas, können Sie eben hier umschalten und auf die Wärmepumpe gehen, auf den Zusatzwärmetauscher, der hier drin sitzt, um dann eben entsprechend ein höheres Temperaturniveau in der Verdampfung zu nutzen. Es ist auch technisch so, dass die Wärmepumpe sich automatisch die bessere Quelle aussucht. Das heißt, Sie haben dann immer sozusagen, wir schalten automatisch um. Wir wissen ja, welche Außentemperatur vorherrscht und nutzen dann sozusagen immer die bessere Quelle. Genau, Sie können natürlich, es wird auch immer interessanter, mit solchen Wärmepumpen auch aktiv kühlen. Das heißt, Sie müssen dann sozusagen hier hydraulisch den Speicher natürlich wegschalten und gehen dann im Kühlbetrieb, ziehen Sie über die Fußbodenheizung die Wärme aus dem Gebäude raus und schicken das über die Wärmepumpe sozusagen
weg und das Außenteil kühlt dann gegen die Gegenumgebung. Also das ist ein Thema, das natürlich immer wichtiger wird. Man muss dann natürlich im Gebäude ein bisschen die Kondensation im Fußboden oder in der Decke oder Wand, je nachdem, wo die Heizung, die Flächenheizung installiert ist, ein bisschen im Auge behalten. Da arbeitet man dann normalerweise mit Raumfühlern, die die Feuchte auch mitmessen, um sowas, um eben hier keine Kondensation im Estrich zu bekommen zum Beispiel, weil dann fault ihnen nach 5 Jahren der Parkett oben drüber weg. Und sie wissen nicht warum. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Denken Sie auch nicht dran, mit Radiatoren kühlen zu wollen. Das funktioniert nicht. Das haben wir auch ausprobiert. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, Sie müssen da wirklich tatsächlich über die Flächenheizung gehen, um das Gebäude zu temperieren zu können. Und es ist auch keine Klimaanlage. Auch das muss man an der Stelle vielleicht mal sagen. Also es ist was anderes, als wenn Sie im Urlaub irgendwo so einen Konvektor anschalten, der Ihnen kalte Luft entgegenbläst. Der kühlt natürlich den Raum deutlich weiter runter, als Sie das mit einer Fußbodenheizung oder Wandheizung schaffen. Also eine Temperierung geht, aber eine aktive Kühlung wirklich, um das gesteuert irgendwo auf 18 Grad runterzukühlen, das funktioniert mit solchen Flächenheizungen nicht ganz so einfach. Ja, kommen wir eben noch zu einem anderen Produkt, Monoblock. Also sprich, das war ja jetzt eine Split-Maschine. Und jetzt haben wir eben den Monoblock. Das heißt, hier haben Sie tatsächlich technisch komplett die Anlagentechnik im Freien, den Verdichter, den Verdampfer. Also es sitzt alles in einem Gehäuse. Ne, macht natürlich die Installation etwas einfacher an vielen Stellen. Und der Vorteil hier ist, wir arbeiten eben hier mit, wie schon erwähnt, mit Propan R290. Das bedingt auch, dass wir sozusagen von der Technik her höher nach oben kommen von den Vorlauftemperaturen, die die Anlage schafft. Ja, man schafft hier Heizleistungen bis 13 kW. Und der Vorteil von Propan ist eben auch, dass die COPs sehr, sehr gut sind in diesem Fall. Also das ist ganz, ganz interessant. Die Anlage ist momentan in der Vorserie. Wir sind gerade an der Messung am Prüfstand auch für die BAFA-Zertifizierung. Also die Anlage ist relativ neu im Markt. Und man hat damit eben auch die Möglichkeit, im Radiatorenbereich ein bisschen was zu machen. Wobei auch da muss man natürlich schauen, dass man die Temperaturen möglichst weit runter bekommt. Sie sehen es auch mal echte Fotos letzten Endes. Also das wird dann eben auch auf Fundamentstreifen entsprechend platziert. Was wir eben hier machen, nachdem wir mit Propan arbeiten, muss man das Thema Explosionsschutz natürlich ein bisschen im Auge behalten. Das heißt, sie dürfen nicht zu dicht an irgendwelche Senken, weil das oder Kellerschächte zum Beispiel ist ein ganz klassisches Thema bei der Propan. Monoblockmaschine, da müssen Sie aufpassen, da darf nichts in der Nähe sein, weil Sie eben dadurch das Problem haben mit Propan, dass wenn das austritt, das ist schwerer als Luft. Das heißt, es sammelt sich in irgendwelchen Löchern, Kuhlen oder eben Kellerschächten und dann entsteht da eine explosionsfähige Atmosphäre und das ist natürlich ein gefährliches Thema. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Ja. Das ist, wie gesagt, bei uns technisch trotzdem nochmal als Split-Anlage ausgeführt. Das heißt, Sie müssen ja die Energie dann ins Haus übertragen. Das heißt, was wir eben hier haben, wir haben eine Verbindungsleitung von diesem Monoblock, der außen steht, ins Gebäude rein, um dann eben weiterzugehen in Richtung Heizung. Wir setzen hier halt auf etwas größere Baugrößen. Lieber sind die Abmaße etwas größer, aber dafür ist eben die Schallemission relativ gering. Wir sprechen hier von Emissionen um knapp unter 30 dBA. Also kann man sich, denke ich, muss man sich hier nicht verstecken mit der Anlage. Das erreicht man eben über einen sehr großen Verdampfer und geschützte oder schalltechnisch geschützte, abgeschirmte Komponenten im Verdichter. Ja, der sitzt hier hinter dieser Klappe. Genau, also auch das Gehäuse ist hochwertiges Stahlgehäuse.
kein Kunststoff oder irgendwas, sondern wir wollen da wirklich im Premium-Bereich unterwegs sein und auch massive Technik bieten. Ja, im Innenbereich, wie gesagt, hängt dann noch ausgestattet mit diversen Bauteilen eben ein Bedienelement letzten Endes. Also Sie haben dann auch hierüber die Möglichkeit, bequem aus dem Gebäude raus eben die Technik zu bedienen. Sie haben die Anbindung des Sohlekreislaufs, also Sie kommen sozusagen vom Außengerät hier ins System rein und gehen dann über den Plattenwärmetauscher, wo dann sozusagen die Energie abgegeben wird ans Heizungswasser, gehen Sie eben wieder raus Richtung Wärmepumpe. Ja, das heißt, Sie haben hier, man kann es erahnen, denke ich, auch einen E-Heizstab mit eingesetzt, der letzten Endes dann entsprechend als Notheizung auch fungiert oder Unterstützungsheizung, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn es einfach nicht reicht im Winter bei minus 20, haben Sie immer die Möglichkeit, über den E-Stab nachzuheizen, und um da sozusagen den nötigen Komfort auch noch zu haben. Genau, wir haben auch für den Sohlekreislauf ein entsprechendes Ausdehnungsgefäß noch mit drin, um da eben alles sozusagen möglichst einfach in der Montage zu machen. Ja, hydraulisch sieht das Ganze letzten Endes dann auch so aus, dass Sie hier eben diesen Zwischenkreislauf haben. Die eigentliche Verdampfung und Kondensation findet ja in der Maschine außen statt. Und dann gehen Sie letzten Endes wieder auf den Speicher. Als Besonderheit vielleicht an der Stelle auch, das werden Sie bei unseren Hydraulikschemata öfter sehen, wenn Sie Wärmepumpen einsetzen. Mit einem Schichtspeicher kombiniert, ist es immer ratsam, eine Umschaltung mit einzubauen, weil wir sozusagen einmal den oberen Speicherteil laden wollen und einmal den unteren. Und bei der Wärmepumpe ist es eben so, je nachdem, wo Sie aus dem Speicher rausziehen, das ist beim Schichtspeicher halt extrem, sind die Temperaturen sehr unterschiedlich. Und dazu müssen Sie wissen, in der Wärmepumpe schaffen Sie pro Temperaturhub oder pro Hub oder pro Umlauf gerade mal 8 bis 12 Kelvin, je nachdem, wie sportlich man es einstellt, die Sie sozusagen erhöhen können. Das heißt, wenn Sie hier 30-gradiges Wasser rausziehen, schafft es die Wärmepumpe, es mit 40 Grad wieder zurückzuschicken in den Speicher. Und wenn ich natürlich hier oben 60 Grad erreichen will und ganz unten aus dem Speicher ziehen würde, würde ich mir das obere Polster erstmal auskühlen. Und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb hat man eben hier eine Umschaltung, wo man einmal auf dieser Speicherhöhe rauszieht, um das Trinkwasserniveau sicherzustellen, um das Trinkwasserpolster auszufüllen. Und im Heizfall sozusagen zieht man unten raus und schiebt auch wieder hier in der Mitte in den Speicher rein. Ja, im Sommerbetrieb ist es dann tatsächlich auch so, dass der untere Speicherbereich ja irgendwo 20, 25 Grad hat und oben haben Sie die 60 Grad. Ja, das ist eben der Vorteil und die Besonderheit am Schichtspeicher in Kombination mit Wärmepumpe und deshalb brauchen wir eben hier diese Umschaltungen. Genau, das war jetzt mal ein Exkurs in die Schichtspeichertechnik ganz kurz. Ja, kommen wir nun zu dem Bereich Sohle- und Grundwasserwärmepumpen. Und da möchte ich Ihnen auch ein relativ neues Produkt gleich am Anfang vorstellen. Das ist eine wandhängende Maschine. Also die steht nicht am Boden, sondern die hängt an einer massiven Wand. Bitte nicht an Rigips oder sowas hängen, sondern es muss schon eine massive Außenwand sein oder einfach eine gemauerte Wand sozusagen, wo man einfach das Gerät dranhängen kann. Braucht natürlich extrem wenig Platz. Gerade in den Technikräumen heute ist das natürlich ein Riesenthema. Sie führen die Leitungen letzten Endes dann unten raus und man hat das sozusagen je nach Ausführung, je nach Anwendungsfall, kann man das eben als für Hochtemperaturquellen nutzen oder für Niedertemperaturquellen. Dadurch, dass es natürlich relativ kompakt im Aufbau ist, habe ich auch nur kleine Leistungen natürlich. Also das ist jetzt nichts für die Sanierung im Mehrfamilienhausbereich oder auch Einfamilienhausbereich in der Regel, sondern eher was für den Neubau oder für die hochwertige KfW 40 Sanierung oder so. Da könnte man mit sowas zurechtkommen. Wie gesagt, ist eine Wasser-Wasser- oder Wasser-Sohle-Maschine.
die dann eben je nach Ausprägung, entweder ist es eine Low Q, ja, dann geht sie bis 7 kW, oder als High Q Maschine bis knapp 9 kW. Die Unterschiede sind natürlich, man sieht es hier, die Niedertemperaturquelle geben wir natürlich bei niedrigeren Temperaturen an. Das heißt, hier haben Sie sozusagen bei 10 Grad Quelle, also Grundwasser mit 10 Grad, und Sie müssen auf der Heizungsseite auf 55 Grad, um Warmwasser zu bereiten. Dann schaffen wir diese Leistung 7,2 und eben ein COP von 3,77. Das gleiche natürlich bei der HiQ, da gehen wir eben weiter rauf, weil so eine Maschine setzen Sie in der Regel ein in einem Heizungsrücklauf oder aus einem Quellpufferspeicher oder sowas und ziehen da in der Regel höhere Temperaturen raus. Aber diese Anwendungsfälle zeige ich Ihnen später noch im Detail. Ja, Sie sehen recht vollgestopft natürlich mit technischen Komponenten, auch wieder ein Inverter mit drin. Und wir bringen das eben auf knapp 730 auf 1,30 komplett unter. Und Sie verrohren sozusagen dann eben die Quelle und die Heizungsseite nach unten raus und können dann entsprechend weiterverteilen an die Technik. Genau, ja, ein weiteres Produkt ist unsere WP Max S. Das ist eine klassische Solewärmepumpe, eben nicht wandhängend, sondern stehend, die eben für allerlei Solekreise, das heißt Erdkollektoren, Sonden, Energiekörbe, Energiezäune, Eisspeicher, auch Energiepfähle oder irgendwelche anderen aktivierten Bauteile im Bau, können die letzten Endes entsprechend eingesetzt werden. Ja, heizt von den Leistungen her mit 12 kW, 12,8 kW geben wir die an. Da müssen Sie eben auch wieder schauen. Hier sind Sie bei wieder auf die 65 Grad im Maximum gedeckelt oder maximiert. Das heißt, nur wenn Radiatoren, dann Niedertemperaturheizkörper, aber ansonsten eben eher im Flächenheizkörperbereich. Dann das Pendant dazu für die Grundwasseranwendung, für alle die mit qualitativ hochwertigem Grundwasser gesegnet sind oder mit nutzbarem Grundwasser gesegnet sind, passt eben auch eine Max W, wo man dann eben über einen Schluck und einen Förderbrunnen entsprechend das Medium der Wärmepumpe zuführt und dann eben entsprechend die Energie rausholen kann. Sie sehen, die Leistung ist gleich ein bisschen höher. Das liegt aber letzten Endes eigentlich nur daran, technisch ist die das gleiche wie die Max S. Das liegt technisch nur eben am Glykol, weil sobald Sie im Glykolbereich unterwegs sind, ist die Wärmekapazität geringer. Das heißt, sozusagen die Leistung, die Sie hinten rausholen können aus der Maschine, sinkt ein bisschen, eben aber auch der COP. Das heißt, das Effizienteste, was Sie eigentlich im Wärmepumpenbereich machen können, ist eigentlich die Direktnutzung von Grundwasser. Ja, Sie sehen es auch hier in der Leistungszahl, COP 5,45. Das ist ganz, ganz ordentlich. Genau. Also das ist so die. Jetzt kommt hier eine Frage rein. Gibt es die HiQ und auch für Luft als Quelle? Ja, da kommen wir später noch drauf. Für eine hybride Quellennutzung kann man das machen. Da kommen wir im Verlauf noch drauf. Genau, kehren wir wieder zurück. Letzten Endes die Grundwassermaschinen, ne, ob jetzt ein Erdkollektor oder ein Brunnen, egal, sie können auf die Maschine draufgehen. Und dann eben entsprechend auf die Speichertechnik. Das denke ich, habe ich schon hinreichend erklärt. Ich möchte an der Stelle eigentlich nur noch auf das Thema passive Kühlung hinweisen. Sie haben hier die Möglichkeit, man sieht es auch hier hydraulisch an der Wärmepumpe vorbei, direkt auf den Heizkreis zu gehen. Das heißt, Sie nutzen Ihre Heizkreispumpe, die mit einem Mischer versehen ist, haben hier sozusagen eine Systemtrennung, weil wir befinden uns ja auf der rechten Seite im Heizungswasser sozusagen. Und links entweder im Grundwasser oder im Solebereich. Und darüber haben Sie die Möglichkeit, sozusagen ohne die Wärmepumpe einschalten zu müssen, einfach nur die Quellpumpe, also sprich die Pumpe vom Erdkollektor und die Heizungspumpe, können Sie sehr, sehr effizient kühlen. Da brauchen Sie ein paar Watt für die Heizungspumpe und ein paar Watt
für die Brunnen beziehungsweise Sohlepumpe, die im Einsatz ist. Und das war's. Also das ist eine extrem effiziente Art und Weise der Kühlung, deutlich besser natürlich als mit Luft. Ja, das ist das Thema. Genau. Dann eben für das Thema Hochtemperaturquellen. Ne, sie kommen hier eben bis auf Vorlauftemperaturen von über 70 Grad. Das heißt, hier können Sie mit Radiatoren arbeiten, wobei ich jetzt auch das nicht einsetzen würde, wenn die Radiatoren auf 65, 68, 70 Grad drauf müssen oder in Einstrang-Heizungssystemen wird's ein bisschen schwierig werden, mit so einer Technik alleine zu arbeiten. Aber wenn man, sage ich mal, die Temperatur und die Heizkörperdimensionierung eben so ist, dass man auf ein bisschen runterkommt von den Temperaturen unter 65, dann denke ich, ist das technisch eine saubere und Lösung, die auch gut und lange funktioniert. Ja, diese Maschinen, die Low-Qs, gibt es eben im Leistungsbereich in vier Baugrößen inzwischen, letzten Endes zwischen 30 kW als größte Maschine und im modulierenden Betrieb 2,5 kW die kleinste Maschine. Und da haben Sie eben die Möglichkeit, hier setzen wir eben 513a ein, also das GWP-freundlichere Kältemittel, können aber Temperaturen von minus 5, minus 8, minus 10, sowas in dem Dreh rum, bis plus 15 bis 20 Grad mit der Maschine tolerieren auf der Quellseite. Genau, die Unterschiede. Kommt hier gerade noch eine Frage rein, wie die Unterschiede im COP sind zwischen 513a und 407a. Das müsste man tatsächlich, das kann ich jetzt ad hoc nicht beantworten, da müsste man in die technischen Kurven reingehen, aber letzten Endes ist das alles in Abhängigkeit der Zieltemperaturen, also R513 und R134a als Beispiel. Können bei geringeren Drücken höhere Temperaturen erzielen. Das heißt, Sie haben hier einen besseren COP, als es mit 410A oder 407C der Fall ist. So ganz grob. Das ist auch eine Sache, die wir bitte im Nachgang klären. Gerne per E-Mail da nochmal auf mich zukommen. Kontaktdaten finden Sie am Ende des Seminars auch. Genau, die HiQ als Pendant zur Low-Q letzten Endes, die hat eben jetzt, weil wir halt Hochtemperaturquellen auch nutzen können, das wird später im Nahwärmenetzbereich nochmal ein bisschen näher auch erläutert werden, haben wir da eben ganz besondere Anforderungen letzten Endes und mussten technisch auch in die Trickkiste greifen. Das ist eben auch seit 2013 entsprechend patentiert. Und man hat hier eben auch einen recht ähnlichen Leistungsbereich, bis knapp 30 kW aus drei verschiedenen Maschinentypen. Wie gesagt, was man mit den Maschinen anstellt, kommt dann gleich im Nachgang. Kommt man noch abschließend zu einer etwas größeren Leistungsgeschichte. Das geht dann rauf bis 100 kW im Grundwasser oder der Sohle. Das ist eher für eine Industriegeschichte oder Gewerbegeschichte eigentlich, weil die Maschinen auch nicht so schallgekapselt sind, wie es vielleicht im Wohnhaus der Fall sein muss, ist auch deutlich zu groß mit 2,50 auf 1,20 m, auf 1,80 m. Das sind letzten Endes Kaskadenwärmepumpen, die haben eine gemeinsame Steuerung. Das ist der Schrank hier, der an der Seite hängt. Und dann haben Sie sozusagen die Möglichkeit, jeder dieser silbernen Boxen ist letzten Endes ein in sich geschlossener Kältekreis. Das heißt, Sie haben hier tatsächlich die Möglichkeit, verschiedenste Kältekreise zu kombinieren. Wir bieten hier verschiedene Größenmodule auch an und Sie haben dann die Möglichkeit, die beliebig zu kombinieren. Das heißt, Sie können eine 21er mit zwei 35ern zusammenschnallen sozusagen. Oder beliebige andere Konstellationen unter diesen einzelnen Modulen auswählen, um eine gewünschte Heizleistung X oder Y eben bereitstellen zu können. Grundsätzlich ist es so, dass wir in der Regel häufig eine frequenzgesteuerte oder eine invertergesteuerte Maschine mit Fixed-Speed-Varianten kombinieren. Das heißt, Sie sehen es hier von der Nomenklatur her.
haben wir hier das F mit drin. Das heißt, das ist eine Invertermaschine. Und wir haben Maschinen, die quasi nur an-aus können. Sie sehen es auch, Sie haben hier nur eine Leistungsangabe. Das ist einfach einschalten oder ausschalten. Und wenn Sie das kombinieren mit eben einer Inverter-Drehzahl-geregelten Maschine, haben Sie eben die Möglichkeit, verschiedenste Szenarien darzustellen. Das heißt, Sie können ein Fixed-Speed-Modul einschalten und dann nochmal 10 kW über die Invertermaschine zum Beispiel dazu holen. Auch solche Szenarien ist das letzten Endes angedacht. Genau, jetzt kam hier gerade nochmal die Frage auf nach der Wärmepumpe, welche Wärmepumpe besser für die Grundwassernutzung geeignet ist. Ob es die Max HiQ ist oder die Max LowQ. In diesem Fall würde ich die Max LowQ empfehlen, weil wir da technisch beim Grundwasser auch mal, wenn es blöd geht, je nach Konstellation, kann es auch mal 4 oder 5 oder 2 Grad oder 3 Grad haben, wenn es ganz blöd läuft im Grundwasserbereich. Und da würde die HiQ letzten Endes ausscheiden technisch. Deshalb geht man hier immer auf die Max LowQ als Niedertemperatur. Lösung. Genau, kommen wir hier zurück. Das passt, denke ich, auch ganz gut als Abschluss hier. Auch die Frage letzten Endes: Wir haben hier eben diese HiQ oder diese Kaskadenwärmepumpe. Sie sehen es, das sind wirklich 3 einzelne Stufen, die Sie auch einzeln betreiben können. In diesem Fall an einem Grundwassernetz, hier wieder mit passiver Kühlung. Das ist aus einem Industrieprojekt raus, Kunststoffextrusion, wo man letzten Endes Kühlung realisiert für Spritzgussmaschinen. Und hier hat man eben, wie gesagt, diese Wärmepumpen, Einzelstufen. Das heißt, Sie können die auch einzeln betreiben. Jede hat ihre eigene Quellpumpe. Das heißt, auch da sind Sie recht effizient unterwegs. Wenn Sie wirklich nur geringe Heizleistungen brauchen, läuft eine Stufe etwas länger und braucht aber dann eben auch nur wenig Strom für die quellseitige Temperatur. Nutzung. Genau, und so schieben Sie das dann letzten Endes wieder rüber in den Speicher und verteilen aufs Heizungssystem. Gut, dann verlassen wir das sozusagen den Werbeblock, beziehungsweise gehen dann auch mal weiter in Richtung, was kann man jetzt alles anstellen mit so Wärmepumpen? Natürlich können Sie ein normales Gebäude beheizen, aber man kann da noch ein paar mehr Sachen machen und das möchte ich Ihnen gerne jetzt aufzeigen. Na, es gibt Themen wie Wärmerückgewinnung, Booster-Wärmepumpen, gerade im Mehrfamilienhausbereich ist das ein Riesenthema. Kombination mehrerer Quellen, weil häufig ist es ja auch so, dass man sozusagen flächentechnisch nicht zurechtkommt mit einer Quelle und braucht dann eben nochmal eine zweite. Das Thema PVT möchte ich kurz mit anteasern sozusagen. Und dann kommen wir ganz am Ende nochmal auf das Thema Nahwärme. Genau, ja, sind so die typischen Dinge? Na, Sie haben letzten Endes irgendwo ein Gewerbe- oder Wohnungsbau größeren Ausmaßes und dann passiert entweder in der Geologie im Boden irgendwas, sprich Grundwasserabsenkung oder egal, irgendwas sozusagen, oder der Energiebedarf steigt in Ihrem Objekt durch Umbau, durch Sanierung oder durch einfach Anbau oder irgendwas. Und dann haben Sie auf einmal das Problem, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich sozusagen nur eine Quelle erschlossen, die reicht mir aber vielleicht technisch nicht aus. Da haben wir eben die Möglichkeit, und das ist jetzt eben auch die Frage, die gerade vorher gestellt wurde, Sie haben sozusagen dann die Möglichkeit, mit einem Sohle durchflossenen Luftaußenteil zu agieren. Das heißt, Sie können dann, ich zeige es gleich nochmal auch mit einem Schema, dann wird es, denke ich, klarer. Sie haben hier drin einen Lüfter und einen Luftkollektor, also sprich ein Register, ein Heizregister, mit dem Sie Umweltwärme entsprechend entziehen. Das heißt, Sie entziehen der Umgebungsluft einfach ein paar Grad Kelvin oder Temperatur und temperieren sozusagen Ihren Sohlekreislauf vor. Und Sie kombinieren das einfach mit einer beliebigen Sohle-Wärmepumpe. Und damit machen Sie letzten Endes faktisch aus einer Sohle-Wärmepumpe eine Luftwärmepumpe. Und natürlich kann ich sowas auch kombinieren. Ja, jetzt gibt es diese Module
in verschiedenen Leistungsgrößen, einmal bis 10 kW und dann natürlich ein bisschen größere Leistung. Das ist dann eher, sage ich mal, Mehrfamilienhaus, Gewerbe, wo man dieses Monster mit 2,20 Meter auch irgendwo verstecken kann, auf einem Flachdach oder irgend sowas, wo es auch schalltechnisch nicht ganz so kritisch ist, weil ich sage mal, das hier ist sehr, sehr leise, das hören Sie gar nicht. Aber das hier ist schon eher eine nicht ganz so leise Geschichte. Also das ist dann eher wirklich was für den Bereich, wo man es gut einbauen kann. Und dann gibt es die eben von 10 bis 30 kW Entzugsleistung, Heizleistung steht hier, aber es ist eigentlich die Entzugsleistung de facto, was ich der Umgebung entnehmen kann. Und wichtig, dieses Teil allein ist keine Wärmepumpe. Das ist wirklich tatsächlich nur ein Lüfter, ein Blechgehäuse und ein Heizregister letzten Endes, um einfach Wärme aus der Umgebung ernten zu können. Und dann haben Sie eben die Möglichkeit, mit den verschiedenen Produkten, die ich Ihnen jetzt gerade ja schon vorgestellt habe, das zu kombinieren. Und das spielt eben überhaupt gar keine Rolle. Sie müssen dann eben nur schauen, wo ist der Fokus, was habe ich für eine Quelle, was habe ich für eine Senke, also temperaturtechnisch, und welche Leistung brauche ich. Ja, daran spiegelt sich dann auch wieder, welche Leistungsgrößen man hier braucht. Brauche ich eins oder vielleicht sogar zwei von diesen kleinen für ein Gebäude, die ich irgendwo verstecken kann. Die müssen auch nicht nebeneinander stehen, die können an zwei unterschiedlichen Stellen stehen. Sie können das eigentlich beliebig kombinieren. Auch Höhenunterschiede spielen keine Rolle, weil als Verbindungsleitung zwischen der eigentlichen Wärmepumpe und diesem Luftaußenteil ist eine einfache, technisch stinknormale Soleleitung. Also ganz technisch komplett einfach, eine einfache Pumpe. Da können Sie auch 5 Stockwerke nach oben pumpen mit einer entsprechenden Pumpe, um das Luftteil aufs Dach zu stellen vom Mehrfamilienhaus. Und dann im Kamin mit den Soleleitungen runtergehen, der nicht mehr genutzt wird, weil die Ölheizung rausgeflogen ist. Und dann haben sie da im Prinzip eine Umrüstung gemacht auf Wärmepumpe. Also solche Dinge sind technisch mit der Sache möglich. Und so sieht sowas dann aus, wenn man es auch kombiniert. Ja, sie haben dann eben die Möglichkeit, wirklich das als reine Luftmaschine zu nutzen oder eben, wie ich es schon angesprochen habe, als hybride Nutzung. Das heißt, Sie haben da wirklich die Möglichkeit, Sie haben einen Erdkollektor, ne, der ist vielleicht zu klein dimensioniert oder geologisch ist irgendwas passiert oder er regeneriert aus irgendeinem Grund nicht mehr komplett. Dann können Sie auch im Nachgang in den gleichen Solekreislauf einfach so ein Luftaußenteil integrieren, um dann technisch sozusagen da voranzukommen, um dann auch die Heizleistung, die eben fehlt, generieren zu können. Natürlich haben Sie gerade bei so einer hybriden Nutzung immer die Wahl, welche Quelle nutze ich denn? Das ist wieder interessant für den COP natürlich, weil es eben hier eben natürlich gerade im Frühjahr, ne, ist der Erdkollektor häufig einfach schon erschöpft. Das heißt, Sie haben da relativ niedrige Sohletemperaturen, vielleicht nur 1, 2 Grad oder auch mal unter 0, je nachdem. Und die Frühlingsluft hat laue 20 oder 15 Grad. Da ist es natürlich extrem interessant, dann nicht über den Kollektor zu gehen, der mir nur 2 Grad bringt, sondern über die Luft, die mir vielleicht 18 oder 20 Grad bringt, um auf meine Solewärmepumpe zu kommen, weil natürlich der COP viel, viel, viel höher ist. Ja, also das ist so die eine Facette. Die andere Facette von so oder der andere Vorteil von so hybriden Systemen ist natürlich auch die Regeneration. Also ich könnte durchaus über den Luftkollektor vorbei an der Wärmepumpe den Erdkollektor regenerieren. Das heißt einfach über Umgebungsluft den sozusagen wieder aus dem Keller zu holen, also aufzuwärmen technisch. Also auch das ist im Bereich des Machbaren. Wie gesagt, Sie können einen Erdkollektor nehmen, Sie können diverseste Quellen nehmen. Eine weitere interessante Kombination eben mit diesen Soleluftaußenteilen ist eben ein Kombikollektor, also ein PVT-Kollektor. Das ist die Kombination von einem Photovoltaikmodul mit einem hinten dran montierten Geokollektor, also sprich einem Solekollektor, der da entsprechend auf der Rückseite montiert wird. Ne, Vorteil ist, sie kühlen
kühlen das Solarthermie-Modul, das PV-Modul, und haben sozusagen gleichzeitig eben eine Quelle zusätzlich erschlossen für die Wärmepumpe. Ja, Sie sehen es hier, Sie haben dann Verbindungsleitungen, je nach Hersteller. Das ist jetzt die Firma Evera, die das letzten Endes so einen Kollektor baut. Der wird auch in die Standardrahmenmodule einfach reingespannt und dann hier über diese Anschlüsse entsprechend miteinander untereinander verbunden. Sie haben hier immer eine Aussparung für die Anschlussbox, für die elektrische von der PV. Und da haben Sie halt die Möglichkeit, sozusagen Energie vom Dach zu holen. Aber es gibt eben bei solchen PVT-Modulen eben das Thema, oder bei PVT-Technik im Allgemeinen eben das Thema, je nach Fläche, je nach Heizlast, die ansteht, kann es mal sein, dass der PVT-Kollektor nicht mehr ausreichend Energie liefert oder zu wenig Energie liefert. Ja, 1 Meter Schnee auf dem Dach zum Beispiel ist da ein Thema. Klar könnte man es über Umkehr abschmelzen, aber je nachdem ist das vielleicht auch mal nicht möglich. Und da gehen wir eben meistens den Weg, das zu kombinieren mit so einem Sohle-Luftaußenteil, das dann wirklich als Notnagel bzw. als Unterstützung dient, um das sozusagen mit erledigen zu können. Beziehungsweise dann haben Sie eben einfach die Quelle PVT oder diesen Luftabsorber. Genau, also das erhöht einfach nochmal die Sicherheit und Flexibilität. Genau, ja, dann das Thema Hochtemperaturquellen. Hier ist es letzten Endes auch so, dass man letzten Endes Abwärme oder irgendwelche anderen Quellen einfach mit so einer Wärmepumpe nutzen kann. Das heißt, diese HiQ-Maschinen können eben solche Techniken sofort nutzen. Als Beispiel, auch solche Systeme werden inzwischen tatsächlich gebaut, gerade wenn es um Hochtemperaturheizkörper geht, in Kombination mit einer Luftmaschine, mit einer reinen Luftmaschine, also so zweistufige Systeme. Sie bringen sozusagen über eine stinknormale, einfache Luftwärmepumpe Energie ins System. Das kann theoretisch sogar eine Schwimmbad-Wärmepumpe sein, was auch immer. Eine ganz einfache Luftwärmepumpe bringen Sie sozusagen technisch 20, 25, vielleicht 30-gradiges Wasser in einen Speicher, können daraus beispielsweise Niedertemperaturheizkörper bedienen. Ja, das geht jetzt vielleicht mit der Schwimmbadwärmepumpe nicht, aber mit einer normalen Standard-Luftwärmepumpe aus dem Heizbereich geht das. Da können Sie sozusagen einen Speicher mit 25, 30, 35-gradigem Wasser befüllen. Wie gesagt, Fußbodenheizung daraus versorgen. Aber, und jetzt kommt die Besonderheit, mit einer zusätzlichen Maschine, also einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe, einen Hochtemperaturspeicher benutzen oder beschicken, befeuern. Das heißt, was macht diese Wärmepumpe? Die zieht aus diesem Quellspeicher, sprich aus dem Niedertemperaturspeicher, zieht die Energie und veredelt die, schiebt die sozusagen nach oben auf eben Temperaturen 65, 70 Grad, je nachdem, was man braucht. Und dann habe ich eben hier die Möglichkeit, erstens gerade im Mehrfamilienhaus das Thema Hygienisierung Trinkwasser natürlich relativ charmant und effizient darstellen zu können, aber eben auch Hochtemperaturheizkörper zu bedienen. Also solche Systeme sind dann auch tatsächlich in der Sanierung gut machbar. Man spart letzten Endes, wenn man es energetisch oder stromseitig betrachtet, sparen Sie sich bis zu 30% Stromeinsatz ein, wenn Sie das zweistufig ausführen. Weil diese Wärmepumpe, die Luftwärmepumpe, arbeitet in einem guten COP, weil sie ja nur 25, 30, 35-gradiges Wasser macht. Und die zweite Maschine natürlich, wenn die 35 Grad kriegt, technisch natürlich super funktioniert und auch Trinkwasser sehr effizient bereiten kann. Ja, das ist die Idee dahinter. Und wenn Sie sozusagen den Energieaufwand tatsächlich stromtechnisch vergleichen, schaffen Sie da bis zu 30% Energieeinsparung und können eben Hochtemperatur-Heizkreise versorgen, als Beispiel. Natürlich können Sie sowas auch im Gewerbebereich machen. Auch das haben wir schon zigfach gemacht, letzten Endes über die Wärmerückgewinnung. Das heißt, Sie haben von irgendwelchen Kälteanlagen, also Frost, gerade in der Bäckerei,
irgendwelche Froster, die TK-Ware sozusagen herstellen oder sowas in der Richtung. Können Sie wirklich aus dem Frost heraus, aus der Kältetechnik entsprechend Energie rausziehen mit 25, 30 Grad und dann wirklich über eine Wärmepumpe entsprechend Hochtemperaturwärme machen, um eben dann den Prozess oder die Energie anderswo im Prozess wieder einsetzen zu können. Ja, von der Idee her das Gleiche, wie ich gerade schon vorgestellt habe. Ich wollte mit der Folie nur zeigen, dass man das letzten Endes auch mit Abwärme aus irgendwelchen Prozessen tun kann. Ja, so sieht sowas aus, wenn man es baut. Das ist jetzt tatsächlich aus einer Bäckerei in Bayern hier, wo man wirklich im Prinzip eine Wasser-Wasser-Maschine hat. Die Luftwärmepumpe steht draußen, beziehungsweise das ist jetzt eigentlich reine Abwärmerückgewinnung in dem Fall, wo man einen kleinen Niedertemperaturspeicher hat und dann eben einen großen Hochtemperaturspeicher, weil eben das, sage ich mal, gewerbemäßig sehr, sehr viel Wasser auch gebraucht wird oder Hochtemperaturwärme. Und darüber schafft man das eigentlich. Und wie gesagt, eben 30% können Sie da, bis zu 30% können Sie da einsparen. Und haben eben auch die Möglichkeit, da wirklich diverseste Prozesse, Druckluft, egal was, Lackierkammern, auch Milchkühlung, Server, Geldautomaten haben wir auch alles schon angezapft letzten Endes, um da wirklich Energie auch rauszuziehen. Ja, kommen wir abschließend dann auch zum Bereich Nahwärme. Auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, Wärmepumpen einzusetzen. Ich meine, wir hatten das Thema ja jetzt schon. Jetzt kommt hier gerade noch eine Frage rein. Kann man mit einer Wärmepumpe mit Grundwassernutzung, mit der Low-Q auch einen PVT-Kollektor oder ein SAT-Außenteil nutzen? Ja, das können Sie auch. Also Sie können sozusagen in diesen Kombinationen, Sie können eigentlich alles miteinander kombinieren. Da können Sie letzten Endes auch also man braucht da natürlich einen Zwischenkreis, weil Sie dürfen ja nicht mit dem Sohle-Kreislauf aufs Grundwasser gehen. Also sprich, da brauchen Sie nochmal einen Zwischenwärmetauscher. Aber technisch funktioniert auch die Kombination von Grundwasser und diesem Luftaußenteil. Also das ist auch eine Möglichkeit, das funktioniert. Genau, ja. Kommen wir zurück hier zu den Quelltemperaturen. Letzten Endes natürlich ist es eben so, je höher die Quelltemperatur ist, desto besser ist der COP und desto geringer ist mein Stromeinsatz. Ja, Sie sparen sich letzten Endes 2 bis 2,5% Strom auf der Verdichterseite, wenn Sie die Quelle um 1 Kelvin anheben. Also das ist nicht ganz unerheblich. Ja, wenn Sie statt mit 10 Grad, wie wir es in der kalten Nahwärme zum Beispiel jetzt hätten, also ein Sondennetz, irgendwo werden Sonden gebohrt und dann wird Sohle entsprechend auf Niedertemperaturwärme verteilt. Die hat dann so 5 bis 8 bis 10 Grad, irgendwas da dazwischen. Und Sie müssen dann sozusagen als Beispiel Heizungswärme zur Verfügung stellen. Sind Sie letzten Endes technisch natürlich nicht so gut, als wenn Sie irgendwo eine Abwärmequelle zum Beispiel haben aus einem Industrieprozess oder sonst irgendwas. Und die Temperatur ist einfach entsprechend höher. Ne? 15 Kelvin höhere Temperatur als das 10-gradige Trinkwasser spart Ihnen 30% Strom. Also ganz grob. Und deshalb ist eben in der Nahwärme aus unserer Sicht nicht alles immer eben kalt zu fahren, sondern es macht eben auch Sinn, solche mitteltemperaturigen Netze zu forcieren, beziehungsweise eben Quellen dafür zu erschließen. Das können Sie entweder machen über eine Heizwärme, also die man sozusagen wirklich. Man hat ein Heizhaus oder irgendeine Quelle und verteilt sozusagen die Temperatur, die dort generiert wird, zentral auf die Heizungen. Und in den einzelnen Gebäuden sind dann wirklich nur Wärmepumpen, die das Warmwasser machen. Das heißt, auch die Heizkurve, ne, in Abhängigkeit der Außentemperatur, wird letzten Endes über das Heizhaus oder die Quelle generiert. Das heißt, desto niedriger die Außentemperatur, desto höher muss sozusagen meine Netztemperatur in der Nahwärme werden. Und in solchen Netzen hat tatsächlich die Wärmepumpe wirklich nur die Aufgabe, warm Wasser zu bereiten.
Ja, das ist natürlich auch eine Technik, diese gleitenden Netze, die eher im Neubau, auch Mischgebiete, Gewerbe wohnen natürlich, aber eigentlich nur im Neubau einsetzbar ist, weil es setzt voraus, dass sie Flächenheizung einsetzen. Ja, das heißt, im Winter gehen die Temperaturen dann in der Regel rauf auf so 45 Grad Vorlauf im Netz und damit bedienen sie sozusagen direkt ohne Wärmepumpe die Heizung. Ja, das ist so die Idee dahinter. Ein anderer Netztyp, das ist das zum Beispiel, hatte ich ganz am Anfang, das Netz in Dollenstein, hatte ich genannt. Da ist es wirklich so, da haben sie auch ein Heizhaus, dort steht eine große Wärmepumpe, ein BHKW, eine Biomassefeuerung, Solarthermie ist häufig mit in solchen Netzen mit dabei, wo man wirklich umschaltet zwischen Sommer- und Winterbetrieb. Das heißt wirklich im Sommer, geht die Netztemperatur nach unten und gleichzeitig laufen die Wärmepumpen für die Warmwasserbereitung. Und im Winterbetrieb zieht das BHKW oder die Biomassefeuerung die Temperatur nach oben und man beheizt und macht das Trinkwasser direkt übers Netz. Das heißt, im Winterbetrieb sind die Wärmepumpen komplett aus und im Sommerbetrieb ist sozusagen die Netztemperatur so abgesenkt, dass die Wärmepumpe eine optimale Quelle hat für optimalen COP und macht nur Trinkwasser. Natürlich sind in solchen Netzen auch Zwischenformen möglich. Also das funktioniert genauso. Genau, so sieht sowas dann letzten Endes aus, ne? Sie haben Hochtemperaturbetrieb und dann gibt es einen starren Punkt, in der Regel irgendwo zwischen 12 und 15 Grad Außentemperatur, wo Sie wirklich das Netz dann abschalten und dann in der Regel Solar auf Sommerbetrieb irgendwo 30 Grad arbeiten und wenn es wieder Richtung 12 Grad Grenze geht, nehmen Sie Temperatur vom Netz wieder nach oben übers Heizhaus. Das funktioniert eben auch im Bestand, also das geht auch in letzten Endes sehr inhomogenen Netzen. Ja, wir haben das in Dollenstein zum Beispiel im Netz, machen wir das ja seit 2014 schon. Da ist es wirklich so, da haben sie historische Gebäude, die nicht saniert sind, wo sie auch nicht sanieren dürfen so direkt, aber eben auch Bauten aus den 80er, 90ern oder auch 2000, die alle an dem gleichen Netz hängen. Und da ist es natürlich extrem schwierig, sowas mit einer reinen Wärmepumpe ohne sozusagen Hochtemperaturwärme bereitzustellen. Mit einem kalten Netz schaffen Sie das technisch gar nicht. Von daher ist das immer so ein bisschen das Thema. Genau, ja, wie gesagt, diese Wärmepumpen werden da letzten Endes technisch eingesetzt. Na, die eine kennen Sie schon, das ist letzten Endes unsere Max IQ, die eben hier ein bisschen anders konfiguriert ist. Und dann gibt es eben auch noch unsere kompakten Wärmepumpen. Das heißt, Sie haben auf der linken Seite hier das eigentliche Wärmepumpenmodul und auf der rechten Seite haben Sie eben integriert schon in die Wärmepumpe einen Pufferspeicher mit 200 oder 400 Liter Volumen und eine Frischwasserstation, die hängt hier vorne noch mit drauf. Das heißt, diese Kiste ist letzten Endes die komplette Gebäudeausstattung, der komplette Heizraum. Da ist die Steuerung drin, für Heizkreise und so weiter und so fort. Auch Ausdehnungsgefäße. Es ist alles mit drin. Sie müssen lediglich sozusagen die Verrohrung anbringen Richtung Heizkreisverteiler und die Kaltwasser- und Warmwasseranschlüsse wegziehen. Der Rest ist wirklich in dieser Station letzten Endes integriert. Die Aufstellung ist auch relativ einfach. Sie haben zwei Baugruppen. Einmal sozusagen diesen linken Turm, den Sie in den Heizraum stellen und dann können Sie wahlweise, Sie sehen Sie unten rechts oder links von diesem Turm, können Sie eben dieses Modul entsprechend anbringen. Ja, das ist eine sehr kompakte, gerade in der Nahwärme ist es häufig so, ja, im Neubau kleine Technikräume, da muss vielleicht die Waschmaschine, der Trockner noch mit rein und da ist, sage ich mal, jeder Zentimeter kostbar und da ist es eben sehr, sehr interessant, wenn man da wirklich nur die Heiztechnik wirklich so komprimiert darstellt. Ja, als Besonderheit ist in diesen Grid-Varianten, also in der WP-Grid-Baureihe, eben neben der eigentlichen Kältetechnik, also dem Kältekreis, noch ein Fernwärmeübertrager drin. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, weil Sie haben ja, wie ich es gerade erklärt habe, von der Funktionalität her das Thema, Sie müssen
vom Netz direkt auf die Heizung kommen, ohne über die Wärmepumpe zu gehen, weil es ja Betriebszustände gibt, wo die Wärmepumpe nicht laufen soll. Das heißt, was wir machen, wir integrieren den Wärmeübertrager bis 100 kW Heizleistung in die Wärmepumpe mit hinein und können dann am Heizkreis vorbei sozusagen, an der Wärmepumpe selbst vorbei, also am Kältekreis vorbei, direkt auf den Heizkreis gehen oder direkt auf den Pufferspeicher oder Brauchwasserspeicher, je nachdem, was verbaut ist, und führen dann sozusagen das wieder zurück ins Nahwärmenetz und schieben das hier wieder nach draußen ins Netz. Also wie gesagt, das Thema ist ein eigenes Webinar normalerweise. Ich wollte es eben an der Stelle nur mal mit erwähnt haben, dass man da eben auch Möglichkeiten hat, mit alternativen Netzvarianten ein bisschen zu spielen. Eben technisch, wie ich es vorher schon erklärt hatte, haben wir hier eben diese Variante zweigeteilt sozusagen, gibt es eben aber halt nur bis 9 kW Leistung knapp. Genau, ja, hier haben Sie eben nochmal die Aufschlüsselung letzten Endes mit dem Pufferspeicher, mit den Kältekreisen. Und genau, wir haben das, wie gesagt, machen wir auch nicht zum ersten Mal. Das haben wir jetzt über die letzten Jahre eigentlich sehr, sehr häufig gemacht, eben in Nahwärmenetzen. Man spricht dann aber, Sie sehen es hier, erahnen es ein bisschen, das sind natürlich dann schon mal 40, 50 Wärmepumpen, die dezentral in den einzelnen Gebäuden stehen. Genau, aber das sind so die Projekte im Nahwärmebereich, wo man eben solche Wärmepumpen sinnvoll einsetzen kann. Ja, dann bringt mich das eigentlich schon zum Ende meines Vortrags. Ich hoffe, es hat gepasst für Sie. Wie gesagt, wenn es im Nachgang noch Fragen gibt, können Sie mich gerne kontaktieren. Meine Kontaktdaten finden Sie, sehen Sie ja hier auf der Seite. Gerne eine Mail schreiben oder auch anrufen, je nachdem. Dann kann man sicherlich technische Detailfragen auch noch mal klären. Genau, wenn es, ja, genau, wie gesagt, den Chat beziehungsweise den Vortrag können Sie sich auch entsprechend runterladen. Jetzt noch unter dem Button Unterlagen. Und ansonsten wünsche ich alles Gute und danke für die Aufmerksamkeit.